Das makellos sonnige und warme Aprilwetter hat bald ein Ende. Die Wärme verabschiedet sich aber örtlich mit einem richtigen Donnerwetter und das Ganze passiert nicht schlagartig, sondern in Schritten. Und damit hallo hier bei Wetter Online. Ja, erste noch harmlose hohe Wolkenfelder kündigen bereits an, dass in der Wetterküche was im Busch ist. Mal abgesehen von dem böigen Ostwind ist es aber vorerst noch ruhig. Das Ganze wird sich dann am Mittwochnachmittag und Abend in der Westhälfte aber ändern. Dann nähert sich aus Südwesten nämlich eine erste Wetterfront. Der Tag startet noch ruhig mit einigen dichteren Wolkenfeldern über der Mitte. Hier und da kann es auch mal etwas regnen. Im Tagesverlauf ziehen diese Wolkenfelder mit ein paar schlappen Schauern weiter nach Norden. Am Nachmittag ist es bei warmen, teils sogar leicht schwülen 20 bis 26 Grad dann meist freundlich. Im Süden sogar richtig sonnig. Aus Richtung Frankreich kündigt sich aber bereits eine Wetterfront an. Am Nachmittag und Abend bilden sich etwa vom Rheinland bis zum Schwarzwald einzelne, teils aber kräftige Gewitter. Dazu sind auch örtlich Sturmböen dabei. Im großen Rest des Landes bleibt es vorerst noch ruhig. In der Nacht zu Donnerstag lassen Schauer und Gewitter nach und übrig bleibt Landregen. Dieser breitet sich dann mehr oder weniger in der gesamten Nordwesthälfte aus. Wirklich viel kommt aber nicht überall vom Himmel. Am Donnerstag bäumt sich die Warmluft dann nochmal auf. Während im Norden letzte Regenwolken Richtung Dänemark abziehen, scheint im großen Rest des Landes erstmal verbreitet die Sonne. Im Westen kündigen dichtere Wolkenfelder aber bereits die nächste Wetterfront an. Diese bringt am Nachmittag und Abend in der Westhälfte dann erneut einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Am Freitag erstreckt sich die Front von Nord nach Süd übers Land. Während es im Osten noch sehr warm ist, können die Sommerklamotten im Westen bei nur noch 12 bis 16 Grad dann wieder in den Schrank. Abends sind dann noch im Osten ein paar Schauer und Gewitter möglich. Sicher ist, die Tage des Aprilsommers, die sind vorerst mal gezählt. Sicher ist aber auch, dass die Trockenheit zumindest im Osten bis zum Wochenende mal noch weitergeht, denn bis dahin kommt dort kaum was vom Himmel. Ich bin Björn Goldhausen von Wetter Online.